So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar diesmal dreht sich alles um Karamalz, aber nicht alles. Wir haben nämlich keine Flaschen, wir haben nur Dosen, zwei Dosen Karamalz, die mir ins Auge gestochen sind im Philips Laden. Einmal Karamalz Sprint in der blauen Edition, das habe ich noch gar nicht gesehen, ich kenne nur das normale Karamalz auch so aus Flaschen. Karamalz Sprint ist wohl isotonisch, kalorienreduziert, 0,0% Alkohol, ein isotonisches Sportgetränk. Karamalz hat aber immer 0,0% Alkohol, deswegen ist das eigentlich wurscht. Aber das ist isotonisch und dieses Wort isotonisch, das ist ja sowieso immer so was Besonderes. Wenn ihr wisst, was isotonisch heißt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und als zweites haben wir die rote Edition, das ist Karamalz mit Cola. Malz-Cola, Cara-Cola, also Cara-Cola mit Malzgeschmack, koffeinhaltig, Cola mit Malzanteil. Cara-Cola ist eine besondere Cola, die auf Basis eines Malzanteils hergestellt wird. Das Ergebnis ist eine handwerkliche Cola mit einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Eine vollmundige Cola mit Karamellnote. Überzeugen Sie sich selbst. Das wollen wir jetzt mal machen. Testen im Berliner Luftgläschen und dann beides zusammen im auf die dicken Bierglas. Handwerklich, ja, eine handwerkliche Dose. Das Ergebnis ist eine handwerkliche Cola, das verstehe ich schon nicht. Und was steht beim Isotonischen? Nix. Kalorienreduziertes Erfrischungsgetränk mit 7,4% Gerstenmalzextrakt und Süßungsmittel. Nehmen wir erstmal das Süßungsmittel. Bevor wir zu Cola kommen, aber die halten wir erstmal beide hier rein. So, fürs Thumbnail haben auf jeden Fall beide eine sehr fetzige Verpackung. Ihr seht hier diesen goldenen Rand, den goldenen Nippus. Das knallt auch die ganzen Blocks weg mit einmal. Wir füllen es mal hier ein. Ich denke mal, farblich wird beides genau gleich sein. So, das ist drin. Das ist sehr schaumig, das ist gekühlt diesmal aus dem Kühlschrank, es schaumt trotzdem wie Sau. 4 Zentiliter Bö steht da drauf, hauen wir uns mal rein, Karamalz Sprint. So, schmeckt erstmal wie Karamalz normal, hat aber gleichzeitig irgendwie noch so eine wässrige Note drin, irgendwie bitzelt es auch ein bisschen. Im Nachhinein auf der Zunge, da weiß ich immer nicht, ob das vom scharfen Essen kommt. Das mittlerweile alles bitzelt, was ich in den Mund nehme oder auch nicht. Schmeckt auf jeden Fall merkwürdig, hat irgendwie einen, naja, einen störenden Geschmack. Schmeckt so, als dürfte das gar nicht so schmecken, weil du das Isotonische nicht kennst, dieses Kalorienreduzierte. Du kennst nur das ganz normale Standard-Karamalz. Ist wahrscheinlich so wie Cola und Cola-Siro, dass du dann diesen Geschmack hast, der sich falsch anfühlt und deswegen den nicht so magst. Karamalz Sprint für mich also nix. Obwohl es gekühlt ist, schmeckt es halt irgendwie, weiß ich nicht, bisschen nach Eisen, bisschen nach Blut, bisschen nach irgendwas. Aber im Nachhinein irgendwie, ja, sehr bitter, sehr komisch. Das normale Karamalz in Ordnung, da ist ja wenigstens noch ein bisschen süß mit drin. Kommen wir zur Cara-Cola. Cara-Cola mit Malzgeschmack. Denkt dran, handwerkliche Cola. Das ist das Ergebnis. Eine Handwerks-Cola. Sieht wahrscheinlich genauso aus. Ich habe natürlich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie das andere ausgesehen hat. Aber das gönnen wir uns jetzt auch mal. Von Karamalz an sich merke ich nichts mehr. Gibt es aber so verschiedene diverse Firmen, die immer Kinder-Cola herstellen. Und das hat irgendwie so einen Geschmack wie Kinder-Cola. Vielleicht ist da auch eine Malznote drin oder wie auch immer, dass sie sagen, wir haben Cola, wir machen noch eine süße Extra-Komponente an Malz dazu oder ähnlichen Geschmäckern. Es schmeckt auf jeden Fall wie eine Kinder-Cola, ist aber keine Kinder-Cola, hat nämlich keinen reduzierten Koffeinanteil, hat einen richtigen Koffeinanteil. Es schmeckt mir auf jeden Fall besser als Karamalz Sprint,
Aber ich glaube, das Original Karamalz finde ich immer noch am besten. Deswegen füllen wir jetzt die beiden hier mal ein, probieren die zusammen, gucken dann, was dabei rauskommt. Eigentlich hätte ich es ja schräg halten müssen, dass ich nicht immer 3 Jahre warten muss, bis das alles hier versunken ist. Jetzt sieht es wieder aus wie am Montag, wenn du dir einschenkst und einfach alles so rumfliegt. Guckt euch doch so lange nochmal das Schöne auf dem dicken Bierglas an. Mit dem Iswo, mit dem Ramses im Marktbrunnen in Hildburghausen beim Videodreh von Auf die Dicken. Das waren noch Zeiten. Dieses Jahr wollten wir übrigens Auf die Dicken 4 drehen. Wir haben noch kein Lied, wir haben noch keinen Beat, wir haben noch keinen Text. Wir haben auch noch kein Video natürlich. Mal gucken, ob das was wird. Ist ja bald Sommer, während ich das hier aufnehme. Ich nehme das übrigens auf Ende Mai. Ich weiß aber noch nicht, wann das rauskommt. So, schütten wir mal weiter rein und nochmal eigentlich... soll ich jetzt den Schaum abtrinken oder wie? In der Hoffnung, dass diese Sprint-Cola hier reinpasst. So, wieder nix, abtrinken. Also, wenn du keine Bauchschmerzen hast, dann machst du einfach Ramses Kitchen nach und dann kommen die von ganz alleine. So, ich werde es aber irgendwie schaffen, die 2 Dosen hier rein zu prügeln. Die eine ist leer. Caracola hat als erstes aufgegeben oder ist zuerst durchs Ziel gestapft, so wie man es nimmt. Sprint hinterher, beide fort, stell mal dahin. Ich würde sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ist leer, ist total schaubig, also es ist gekühlt, aber trotzdem so viel Schaum, so viel Kohlensäure in allem. Habt ihr schon mal Karamalz getrunken? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt ist mir total schlecht. Dankeschön.